Kristall bei einem Charity-Golfturnier. Von Berufswegen sollte der Comedian eigentlich nicht den Humor verlieren, doch sein direkter Gegner bringt ihn an den Rand der Verzweiflung. Ich weiß ja, man duzt sich, glaube ich, beim Golf, ne? Ist das so? Ja. Bitte. Also können wir jetzt machen, aber nachher dann geht das, dass wir dann wieder per Sie sind. Ist das okay? Ja, klar. Ja. Ich bin voll entspannt. Was machst du beruflich? Ich bin Komiker. Komiker? Ja. Kannst du einen Witz erzählen? Ich glaube, wenn du den linken Fuß ein bisschen weiter nach außen drehst, kannst du dich besser eindrehen. Okay. Dankeschön. Ja, da fehlt es dann noch an Länge, ne? Ja, hätte ich den Fuß nicht eingedreht, wäre wahrscheinlich gerade ausgegangen, ne? Freue mich auf die Runde. Das Problem ist, ich kann solche Menschen nicht gut ernst nehmen, weißt du? Also beim Abschlag mir zu sagen, hier machen wir den Fuß mal links. Ja, ich dachte es mir schon. Muss man jetzt hier irgendwie besonders nett zu dem sein, oder? Ja, ey. Weil den kannst du ja nicht ernst nehmen, Alter. Normalerweise müsst du in der Luft zerflippen, ey. Jetzt musst du aber wirklich aus der Schulter kommen, oder? Stehst leider im Weg. Oh. Da, 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 da. Darf ich? Chris, bist du irgendwie genervt oder so? Kann das sein? Hm? Bist du genervt? Bisschen, oder? Ja. Also wenn ich noch einen Tipp geben darf, ich glaube, wenn du ein bisschen breitbeiniger stehen würdest, oder? Hast du nicht eben gerade gesagt, Beine weiter zusammen? Guter Schlag ist das, was ich mache. Norbert? Boah, Alter. Ey. Ganz ruhig. Boah, der regt mich so auf, ne? Ich reg mich schon gar nicht mehr auf. Ein Schwung. Alter. Wirklich, Michael, ja, ohne Flex jetzt. Langsam. Ehrlich jetzt. Das muss ja echt mal sagen. Das ist wieder reingeredet. Halt doch einfach mal jetzt bitte den Mund. Der Typ ist doch nicht echt. Das Ding ist, ich will mit dir eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich will einfach nur die Runde zu Ende spielen und fertig. Aber wir können auch mal eine Runde zusammen spielen. Mit dir werde ich keine Runde mehr spielen. Du hast auch keine Ahnung von Golf? Naja. Keine? Keine? Ein bisschen schon. Keine? Klatsch mal richtig weg die Pigge jetzt hier.